Wie viel verdienst du, beziehungsweise wie viel hat man dort pro Stunde ungefähr verdient? Mindestlohn oder ein bisschen mehr? Ey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Das ist nämlich die Caro, die ist heute dabei. Ich muss erstmal sagen, sehr professionell. Ich hatte eigentlich vor, das heute so mit Ansteckmikros zu machen, auch richtig professionell. Leider waren die irgendwie kaputt, gingen nicht richtig an. Deswegen machen wir das mit meinem iPhone. Also das ist heute das Mikrofon. Ne? Test, test, test. Test, test. Und zwar freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Die hat mir bei Instagram geschrieben. Die Videoidee von dem heutigen Video kommt eigentlich komplett von dir. Also ich fand die gut und habe gesagt, ey, wenn du Bock hast, komm doch mal vorbei. Und das hat sie gemacht. Sie ist heute über 5 Stunden aus Niedersachsen hergefahren, hier nach Köln. Einfach nur, um mit mir dieses Video zu drehen. Wir machen heute so ein Interview, weil sie gerne meine Videos schaut und auch mal so das ein oder andere McDonalds-Video geguckt hat und gesagt hat, du hast immer so viele Fragen, beantworte dir die alle mal, weil sie von 2018 bis 2019 bei McDonalds selber gearbeitet hat. Und deswegen sitzen wir heute. Ja, genau. Genau. Willst du dich kurz vorstellen? Wie, also Caro, 19 Jahre alt. Ja, genau. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Eifel, ein Kaff, das niemand kennt am Ende der Welt. Und ich habe bei McDonalds gearbeitet. Okay. Also ich habe bei Instagram gestern gesagt, bei Instagram heiße ich Alex Wiel, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, dass die Leute mir Fragen stellen können, wegen dir oder an dich. Und das haben sehr viele gemacht. Wir haben ultra viele Fragen zusammen. Manche habe ich 20, 30 Mal gelesen. Also 20, 30 Leute hatten die gleiche Frage. Und ich habe halt die 20 besten ausgewählt. Die stelle ich dir jetzt gleich. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, ne? Also wenn du irgendwas nicht beantworten willst, dann sag das. Kann ich verstehen, weil du meinst ja, dass du auf bestimmte Dinge nicht eingehen kannst, wenn man da ja so einen Vertrag unterschreibt, dass man keine Betriebsgeheimnisse ausplaudern kann, aber das ist ja überall so, deswegen gar nicht schlimm. Und ja, also einfach sagen, okay? Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Es kann ein sehr langes Video werden, also wirklich bei den ganzen Fragen. Deswegen, vielleicht splitten wir das in 2 Teile und ich habe dir ja schon gesagt, den 2. Part machen wir dann eventuell im Auto. Das wäre krass. Okay, also ich freue mich auf die ganzen Antworten, wirklich, weil mich viele davon extrem interessieren. Ich fange einfach mal so kreuz und quer an mit der ersten Frage. Und zwar, das wurde sehr, sehr oft gefragt, weil das ja auf YouTube sehr im Trend ist. Hast du mal live einen Prank von einem YouTuber miterlebt? Also, weißt du, dass sich halt irgendwer verarschen wollte an diesem Drive-Schalter? Also, wie ich schon gesagt habe, ich wohne am Ende der Welt. Ja. Nein, also meine Antwort ist ganz einfach nein. Also, wir hatten noch nie irgendeinen YouTuber, der sich so dachte, so, jetzt prank ich mal irgendwen da von Mitarbeitern. Ja, gut. Sowas nicht, so. Also, ich glaube, das ist hier so in Köln oder im Ruhrgebiet viel krasser. Ich kenne ja auch den einen oder anderen, der sowas öfter macht und der meinte, der kann eigentlich nirgendwo mehr hinfahren, weil er immer direkt erkannt wird und weggeschickt wird. Also, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das bei dir schon vorgekommen ist, aber es gibt ja immer so ein paar Dorf-Rambos, sag ich mal, die auch dann so YouTube machen wollen und das dann halt auch machen. Also ich glaube, dass in Köln sowas einfach üblich ist, weil hier wird ja auch generell viel gefilmt und bei uns ist einfach Pustekuchen. Also das ist einfach nichts. Alles klar. Gut. Zweite Frage machen wir direkt beim Anfang. Ich weiß eigentlich schon die Antwort, aber das haben sehr, sehr viele gefragt, auch weil ich das schon mal thematisiert habe. Warum ist immer eure Eismaschine kaputt? Beziehungsweise meistens abends gibt es ja kein Eis mehr und dann wird immer gesagt, die ist kaputt. Woran liegt das? Ja, also meistens liegt es daran, dass die Eismaschine eben geputzt werden muss. Das wissen viele nicht. Aber bei uns ist das zum Beispiel so, dass oft entweder zum Beispiel auch das Eis, das nachgefüllt werden muss, oder die Schokosoße, also die Soßen, die halt nicht mehr vorhanden sind, weder Schoko noch Karamell noch sonst irgendein Kram, der da neu ist, die müssen auch nachgefüllt werden. Und in der Zeit, wo dann plötzlich so im Drive so 10.000 Bestellungen sind, kann dann halt eben kein Eis rausgegeben werden, weil das erstmal nachgefüllt werden muss. Okay. Und abends ist das meistens so, oder nachts. Bei uns ist das so, dass halt um 2, 3 Uhr morgens dann halt so die ganzen Leute plötzlich auf die spontane Idee kommen, sich einen Milchshake zu bestellen oder ein Eis oder so. Dann ist es die ganzen Kiffer, die kommen dann. Nein, nicht nur. Auch besoffene Spaß, okay. Aber. Ja, klar. Das war auch so eine Frage. Also ja, stelle ich dir gleich noch. Dass wir da dann kein Eis mehr rausgeben können, weil dann ab 2, 3 Uhr morgens halt die Maschine dann halt ausgestellt wird, weil sie sich säubern muss. Also Und wieso sagt ihr dann nicht so, yo, also liegt halt daran, weil wir die gerade säubern müssen? Weil die meisten sagen ja, die ist kaputt. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die sagen, die ist kaputt, weil eigentlich, also in unserem Betrieb sagen wir immer, dass entweder Soße nicht da ist oder wir... Alles klar. Weil ich habe bis jetzt auch nie gehört, so, die wird gerade gesäubert, sondern immer nur, ja, die ist kaputt. Und dann denkt man sich halt immer so, wieso ist immer eure scheiß Maschine kaputt? Das kann doch nicht sein. Aber gut, also ihr habt es gehört, das war die Antwort darauf. Sehr interessant. Das habe ich mich auch schon oft gefragt, weil bei mir klappt das irgendwie nie. Du darfst ja kein Trinkgeld annehmen dort, ist das richtig? Ja, darf ich nicht. Also bei McDonald's nicht. Weil das ist ja jetzt nicht so... Was passiert denn jetzt hier mit meiner Kaffeemaschine? Kurzen Cut. Obwohl, jetzt geht's wieder. Also du darfst kein Trinkgeld annehmen? Nee, bei McDonald's ist das nicht erlaubt. Okay. Und ist ja irgendwie auch blöd, oder? Ja, also schon, aber man muss halt auch bedenken, das ist halt so ein extrem großes Unternehmen. Und wenn jeder Mitarbeiter Trinkgeld annehmen dürfte, wäre das schon schwierig. Okay. Ja, weiß nicht. Also, keine Ahnung, ich
kann dazu auch nicht. Ja gut, ist halt so. Also wenn das vom Chef so vorgegeben ist oder von der ganz obersten Etage, dann ja, kann man halt nichts machen. Ne? Eine Frage, die ich einfach mal mit reingenommen habe, weil ich so dachte, okay, eigentlich ganz interessant. Wenn jemand zu wenig Geld mit hat, hast du da schon mal ein bisschen weniger verlangt? Wahrscheinlich geht das nicht, ne? Kannst du nicht machen, nee, oder? Nee, kann ich da nicht rausgeben. Also, wenn dann jemand sagt, yo, ich habe nur 80 Cent für den Burger, dann sagst du ja, gut, dann geh halt, da ist die Tür. Ja, genau so ungefähr. Ja, ist ja auch logisch. Also ich meine, weil du musst das ja am Ende ausbaden. Dass wir, wenn die Kassenabrechnung dann gemacht wird, bist du dann am Arsch, oder? Ja, Kassenabrechnung in dem Sinne, also so wie man es kennt, das machen die Chefs dann, sag ich mal, die Schichtführer. Die sagen dann, wenn irgendwas mit der Kasse nicht stimmt, aber also wir machen das sowieso schon gar nicht, aber wir dürfen trotzdem halt nichts unterm Wert rausgeben, weil einfach, ja. Ich glaube, das ist in so einem Unternehmen, glaube ich, auch selbstverständlich, weil McDonald's ist ja jetzt ein Laden, sag ich mal, wo keine Ahnung, wie viele Umsätze gemacht werden, und wenn dann jeder so unterm Wert dann irgendwas kriegen würde, weil er sagt, er hat zu wenig Geld mit, dann... Ja, natürlich. Also das ist einfach nur wirtschaftlich nicht tragbar, sagen wir mal so. Eine Frage, die, ich glaube, das war die meistgestellte Frage, ist ja auch logisch, weil darin dreht sich ja vieles in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Wie viel verdienst du, beziehungsweise wie viel hat man dort pro Stunde ungefähr verdient? Mindestlohn oder ein bisschen mehr? Ach so, ich habe, weil ich ja Schule gemacht habe, habe ich einen 450-Euro Minijob gemacht. Okay. Von der Arbeitsweise ändert sich jetzt nichts, wenn man jetzt Teilzeit machen würde. Okay. Und wenn man dann halt Vollzeit, gibt es ja auch, ne? Es gibt ja Vollzeit, die verdienen dann, weißt du, was die pro Stunde verdienen? Mindestlohn, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, also wahrscheinlich liegt schon nahe, dass es Mindestlohn ist. Ja, ich denke okay. mal. Also okay, aber was mir auch auffällt, es gibt ja schon immer Leute, also es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel diese ganz normalen Standardsachen an, und es gibt Leute, die haben dann irgendwie so einen Anzug an oder so leicht, so ein Hemd, weißt du, so ein blaues. Fällt mir manchmal auf. Das sind dann die Leiter oder? Ja, genau, das sind die Schichtführer, die haben dann meistens dieses McDonald's-Hemd an oder genau. so. Die sehen dann ein bisschen anders aus, die haben dann auch so andere Schuhe sogar. Okay. Also wir haben meistens alle schwarze, extra beschichtete Schuhe, weil wenn es fettig ist oder so und man nicht ausrutschen soll oder so. Alles klar. Ja. Und die verdienen aber auch mehr? Ich schätze schon. Das weißt du aber nicht? Nee, aber ich gehe davon aus. Okay, weil das habe ich mich immer gefragt, inwiefern die sich von den anderen dort absetzen. Das waren jetzt gerade mal 5 Fragen. Wir sind schon bei 9 Minuten. Ne? Also die Zeit verfliegt immer schnell, wenn man so ein Video aufnimmt. Hoffe ich mal auch für dich. Als nächstes kommen wir zu der zweitmeistgestellten Frage. Ich baller die jetzt einfach mal am Anfang raus, weil wahrscheinlich sind das so auch die Fragen, die euch alle interessieren. Und zwar, wenn du dort arbeitest, darfst du dir immer, wenn du Hunger hast, was umsonst nehmen? Oder darfst du dir alles nehmen, was du willst? Oder nicht? Nein, nein, das ist nicht so. Also wir verdienen halt pro Stunde immer so ein bestimmtes Essensgeld, und dann dürfen wir uns für den Wert, den wir dann an Stunden gearbeitet haben, dürfen uns dann in der Pause zum Beispiel, wenn wir dann halt die Pause haben, dürfen wir uns was zu essen nehmen und essen das dann in der Pause. Also wenn du jetzt mal angenommen pro Stunde dann einen Essenslohn von 1 Euro bekommst und 9 Stunden gearbeitet hast, dürftest du für 9 Euro essen? Theoretisch. Okay, ja. Alles klar, ja gut. Bis auf Getränke, also bei normalen Getränken, die dürfen wir immer nehmen, ja. Weil man soll ja auf der Arbeit nicht dehydrieren, also da ja, denken die halt schon, da dürfen wir uns dann halt auch Getränke nehmen. Und dann verstecken wir die immer so in Schränken. Die Kunden sollen sowas ja nicht sehen. Und dann. Also merkt euch, wenn ihr bei McDonald's seid, überall in den Schränken stehen angebrochene Getränke. ach so, genau. Wenn du dann aber selber jetzt sagst, ey, ich habe gerade mega Hunger, ich schmeiße jetzt 3 Euro in die Runde und würde gerne 3 Cheeseburger essen, dann darfst du das auch nur in der Pause, ne? Wahrscheinlich, ist ja logisch. Also ich könnte theoretisch auch einfach für irgendwas bezahlen, das dann in der Pause essen. Alles klar. Nachdem jetzt fast unsere Pizza hier verbrannt ist, habe ich mich wieder hier hingesetzt, und wir kommen zur nächsten Frage. Haben auch sehr viele gestellt, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Gibt es eine festgelegte Wartezeit, bei der der Kunde bei zu langem Warten die Bestellung kostenlos bekommt? Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß, dass ab einer bestimmten Zeit wir dann meistens so nett waren und gesagt haben, tut uns echt leid fürs Warten. Dann haben wir meistens noch ein Eis dazugelegt oder so, haben gefragt, ob die vielleicht noch irgendwas wollen oder so. Also wenn ich 2 Stunden auf meine Bestellung gewartet habe, hättest du dann gesagt, yo, hier, ja, kriegst du noch ein Eis. Also 2 Stunden wartet keiner bei uns. Ja, okay. Deswegen, also ich habe in unserem Betrieb jetzt nie mitbekommen, dass irgendwer 2 Stunden gewartet hat. Okay. Ja, gut. Also es gibt dann teilweise Leute, die warten da vielleicht 1 Minute und brüllen einen an, warum das Essen so lange dauert. Ja. Also so Assi-Gäste hattest du wahrscheinlich auch mal, ne? Genug, also... Was war so das schlimmste Erlebnis, was du mit einem Gast hattest? Oder kannst du dich daran noch erinnern?
das ist schwierig. Also es gibt oft besoffene Leute, die eben halt sehr aggressiv reagieren auf andere betrunkene Gäste zum Beispiel und dann eskaliert das. Weil ich glaube, einer zum Beispiel, der hat sich irgendwie mal bei McDonald's übergeben oder so und lag dann da die ganze Zeit auf dem Boden. Also da kam auch nicht raus. Ja. Und dann musste das geklärt werden. Also ich weiß nicht so. Ja gut, also aber klar, das hat man, wenn man irgendwo ein Restaurant führt, was nachts oder nach 0 Uhr auf hat, wo Leute dann auch Alkohol trinken oder mehr Leute Alkohol trinken. Ich glaube, da bleibt das nicht aus, ne? Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, yo, ich hätte jetzt mal Bock, bei McDonald's zu arbeiten? Weil du hast mir eben erzählt, dein Abitur auch gemacht nebenbei, ne? Ja, also mein Fachabi habe ich. Ich habe mich dazu entschieden, weil also Freunde von mir haben da schon gearbeitet. Man kann halt als Schüler, als Student, muss ich sagen, echt gut Geld verdienen. Also es geht auch echt schnell. Also ich würde es auch, ehrlich gesagt, den Leuten empfehlen. Halt, wenn die jetzt so Nebenjobs suchen oder so Schülerjobs oder so, würde ich denen echt empfehlen, zu Max zu gehen. Ich hatte das Glück, dass ich echt nette Leute hatte. Also wir haben uns im Team mega gut verstanden. Hat auch mega Spaß gemacht. Also die Leute waren echt korrekt drauf. Man konnte immer so Witze reißen zwischendurch. Ich weiß nicht, so als Schülerjob, finde ich, eignet sich das echt gut. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann halt so hauptberuflich machen würde, sage ich mal. Weil es dann doch schon manchmal echt stressig ist, sage ich. Mhm. Also wenn zum Beispiel... Das haben auch viele gefragt, ob manchmal halt, ob es halt stressig ist. Oder wenn du dann halt an der Kasse arbeitest oder am Drive und dann vielleicht auch nochmal wechseln musst oder so und dann viele Leute kommen und dann auch noch rummotzen, wie du ja gesagt hast. Das ist wahrscheinlich schon stressig manchmal. Also stressig kann es auf jeden Fall sein. Vor allem, wenn man dann im Drive alles voll hat und in der Lobby alles voll hat. Und du musst, also meistens arbeiten bei McDonald's jetzt nicht so viele Leute, wie alle davon ausgehen. Also es werden eigentlich mehr Arbeitskräfte benötigt, sage ich jetzt mal. Und wenn dann so die Leute mit dem Tempo nicht hinterherkommen, weil irgendwie, wir hatten mal einen Fall, glaube ich, da standen bis zur Einfahrt, bis zum Parkplatz von McDonald's alle Autos am Drive. Und ich frage mich, wer sich dann noch extra hinten dran stellt mit dem Auto, nur um auf ein Eis zu warten. Also, ja, klar. Das ist so... Ja gut, und vielleicht, um dieses Video jetzt abzuschließen, weil wir hatten gerade die sensationelle Idee, dass wir doch einen zweiten Part noch machen, wo wir dann im Auto die anderen Fragen klären und mal bei McDonald's vorbeifahren. Du kannst ja dann auch mal gucken, wie die so, ob die das gut machen, deiner Meinung nach oder so. Das kommt dann halt die Tage online, vielleicht schon morgen, je nachdem. Es kommt natürlich auch, wir haben da eben schon mal drüber gesprochen, so was Hygiene angeht, weil das wollen natürlich auch ganz viele wissen, wie ist die Qualität und wie werden die Burger dort zubereitet? Ist das hygienisch gesehen gut oder hast du da auch schlechte Erfahrungen mitgemacht? Kannst du ja einfach mal deine Erfahrung sagen. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was mich erschrecken würde, sage ich mal. Also ich weiß natürlich nicht, wie das in anderen McDonald's-Filialen ist. Ich kann das jetzt nur für meine... Weil man muss ja dazu auch sagen, dass viele privat geführt werden und ist ja eigentlich wie dann auch ein alleinstehendes Restaurant. Manche führen das hygienisch gesehen besser, manche schlechter. Ne? Das wird ja nicht alles vom selben geführt. Deswegen, wenn da einer drauf achtet, ist es, denke ich mal, hygienisch gut, oder nicht? Ja, also bei uns wird dann halt auch immer gesagt, so ja, in der Lobby sieht es gerade blöd aus, geh doch mal bitte nochmal durch die Lobby oder so. Also es wird schon drauf geachtet. Zum Beispiel, das sehen auch oft die Kunden, wenn zum Beispiel jemand an der Fritteuse steht und ihm einmal die Schaufel runterfällt, kannst du ja nicht, das würde ja gar nicht gehen. Wie oft wird das Wasser in der Fritteuse gewechselt da, dieses Öl? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nee, das kann ich nicht sagen. Das wurde auch oft gefragt, ist mir gerade so eingefallen. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir schon einen langen ersten Part gedreht. Das geht jetzt bestimmt schon an die 20 Minuten. Deswegen erstmal danke, dass du mitgemacht hast und wir schwingen uns jetzt gleich ins Auto und dann bin ich mal gespannt, wie der zweite Part wird. Wird bestimmt noch lustiger. Deswegen schaut euch das sehr gerne die Tage an. Lasst einen Daumen nach oben da und was ich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, da mich die Caro ja auf diese Idee gebracht hat, habe ich so gedacht, ey, vielleicht kannst du auch mal ein Interview führen mit einem Lieferando-Fahrer oder mit einem Burger King-Mitarbeiter oder einem Wish-Händler. Ist mir auch noch eingefallen. Das heißt, das richtet sich jetzt an euch. Wenn ihr in diesem Berufsfeld tätig seid und Bock habt, das mal mit mir zu machen. Ich stelle keine schlimmen Fragen oder so, nur das, was ihr selber wollt. Dann schreibt mir gerne bei Instagram, Alex Wie. Und bei Caro könnt ihr auch mal bei Instagram vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Schnalupine. Das schreibe ich mal in die Videobeschreibung. Wirklich vielen Dank für die lange Zugfahrt und wir drehen ja jetzt noch weiter. Das war's. Schöne Grüße, Daumen nach oben und ciao.